Noch wenige Wochen, dann ist die Sitzungsperiode vorbei und es wird neu gewählt am 22. September. Herzlich willkommen deswegen noch zu unserer Sendung aus dem Bundestag, die demnächst heißen wird Wahl 13, denn dann gehen wir aktiv in die Wahlkampfberichterstattung. Aber noch berichten wir aus dem Bundestag und heute begrüße ich ganz herzlich den SPD-Bahnbeauftragten der Fraktion, Martin Burkert. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ein fränkisches Grüß Gott. Nürnberg. Jawohl. Ja, richtig kernig. Richtig kernig, ja. Eisenbahnerstadt, die Wiege der Eisenbahn Nürnberg-Fürth. Wie kommt man denn, wird man Bahnbeauftragter der SPD-Fraktion? Das habe ich noch nie gehört. Bahnpolitischer Sprecher sind Sie auch. Ja, das ist ja der Gebrauchsjargon bahnpolitischer Sprecher. Es heißt Bahnbeauftragter der Bundestagsfraktion. Die Bundesregierung hat ja keinen. Man wird gewählt von der Fraktion und Peter Struck hat 2005, wie ich in den Deutschen Bundestag gekommen bin, wo 16 Jahre lang kein Eisenbahner mehr in der Fraktion war, gleich gesagt, du wirst mein Bahnbeauftragter. Darf ich da mal so nachhaken? So ist er entstanden. Hat er sich vorne hingestellt und hat gesagt, liebe Genossinnen und Genossen, alle mal den Finger heben, wer schon als Kind eine Eisenbahn im Keller hatte. So hat er es nicht gemacht, aber ich glaube, ja, wenn man so fragt, haben viele sicherlich eine Eisenbahn im Kinderzimmer oder im Keller gehabt. Ich auch mit meinem Bruder, mein Vater, leidenschaftlicher Eisenbahner, 40 Jahre die Stimme des Nürnberger Hauptbahnhofs. Also von daher liegt es bei mir im Familienblut mit drin. Und was bedeutet denn das heute, Bahnbeauftragter zu sein? Was haben Sie die letzten 4 Jahre Legislaturperiode für die Bahn getan, gegen die Bahn getan? Haben Sie mit Herrn Medon sich gestritten, den wir jetzt in Berlin ja direkt vor uns haben, im Flughafen? In der Tat, in der letzten Periode gab die Frage des Börsengangs, war eine heftige. Da haben wir sehr viel Kontakt mit dem Herrn Medon gehabt, ich persönlich auch, aus unterschiedlichen Funktionen heraus. Und ich muss sagen, man hat mit der Schiene zu tun. Und die Schiene ist nicht nur Deutsche Bahn. Es sind über 360 Verkehrsunternehmen auf unseren deutschen Gleisen unterwegs. Das wird oft vergessen. Da ist natürlich auch eine Museumsbahn dabei. Wir haben auch große Konzerne, die hier in Deutschland fahren. Und von daher hat man mit der Komplexheit der gesamten Schiene in Deutschland zu tun als Bahnbeauftragter. Ja, wir denken doch immer, die Bundesbahn ist die einzige, die da fahren darf. Ja, es hat so den Anschein, immer wenn irgendwas los ist, ist es die Deutsche Bahn. Im Regionalverkehr sieht man ja die schon an den Farben, dass viele nicht bundeseigene Bahnen unterwegs sind. Da hat die Deutsche Bahn noch einen Marktanteil von unter 60%. Tendenz steigend bei den nicht bundeseigenen Bahnen. Es wird alles ausgeschrieben. Im Fernverkehr beginnt der Wettbewerb erst und im Güterverkehr haben wir auch schon Wettbewerb. Also die Deutsche Bahn AG ist der größte Player am Platz, aber nicht, bei weitem nicht der einzige. Sind Sie denn zufrieden mit dem Zustand der Deutschen Bahn? Die Bahn in Deutschland ist die beste der Welt. Dann kommt vielleicht noch Japan hin. Aber es gibt noch viel zu tun. Pünktlichkeit, Sicherheit, Qualität sind große Standards. Die Bevölkerung hat einen Anspruch drauf. Da kann man und muss man immer besser werden. Aber wir haben ein System, das funktioniert. Fahren Sie mal in Italienbahn oder in anderen europäischen Ländern. Da ist man begeistert, wenn man in Deutschland Bahn fährt. Aber trotzdem, wenn der Zug keine Verspätung hat. Ja, aber trotzdem meckern wir immer, ja, das soll es ja nicht mehr geben, nicht die Verspätung. Wir hoffen es. Fällt das auch in Ihr politisches Gebiet, dafür zu sorgen, dass, wenn es eine Verspätung gibt, wir eine Entschädigung kriegen, wir als Konsument? Ja, wir haben die Fahrgastrechte in der Großen Koalition durchgesetzt, beim Eisenbahnbundesamt eingerichtet. Die haben viel zu tun. In der Tat ist es so, dass bei Verspätung auch Anspruch auf Entschädigung entsteht. Ich finde es auch richtig. Das brauchen wir bei allen Verkehrsträgern im Übrigen. Und es war eine richtige Maßnahme. Aber es ärgert einen trotzdem, wenn der Zug Verspätung hat und wenn man Anschlusszüge nicht bekommt. Dann nützt ihm der Kaffeebecher auch nichts, den die Bahn bezahlt. Ja, jeder hat es erlebt. Ich sage immer, Bahnfahren ist das letzte deutsche Abenteuer. Da ist viel dran, aber es begeistert auch. Ich fahre gern mit dem Zug. Das letzte deutsche Abenteuer. Manchmal kommt es mir vor, dass die Bahn noch ein bisschen sehr laut ist. Ja, wenn ich denke, manche wohnen da an den Bahngleisen, alle sagen, na, die Züge sind leiser. Früher hat es ja mal ratatata, ratatata, ratatata. Das ist ja vorbei. Aber es ist immer noch ein störendes Geräusch dabei. Ja, ja. Kriegt man das weg? Also Sie sprechen ein sehr ernstes Thema an. Wenn man Akzeptanz in der Bevölkerung haben will für die Schiene, dann müssen wir den Lärm in den Griff bekommen. Im Personenverkehr ist viel passiert. Auch durch die
Elektroloks im Güterverkehr sind die Sorgen noch groß. Da sind es die Bremsgestänge, sind es die Bremsklötze, vor allem die Räder. Nicht? Das und wer von Bahnlärm betroffen ist, schauen Sie am Rhein unten, aber egal, wir haben in Biederitz eine große Bürgerbewegung. Wir haben es in meiner Heimatstadt in Nürnberg an 5 Stellen, wo wir mit Bahnlärm zu tun haben. Wer davon betroffen ist, ist hochgesundheitsschädigend. Deswegen müssen wir es in den Griff bekommen. Wie heißt Bundestag? Politiker. Insgesamt. Die Politik ist da gefordert, das Parlament, das Bundesministerium für Verkehr, aber auch die Bahnen, alle Bahnen, vor allem die Güterverkehr betreiben. Alle neuen Güterwaggons, die hergestellt werden, werden schon wesentlich ruhiger, leiser hergestellt mit Kunststoffbremssohlen, mit anderen Gestängen. Aber wir haben in Europa über 500.000 Güterwagen. Alleine in Deutschland 180.000 Güterwagen, die umgerüstet werden müssen mit einer Kunststoffbremssohle. Das würde den Lärm mindestens halbieren. Und gibt es eine Vorschrift demnächst, die das regelt? Wir sind auf einem guten Weg. Die Zulassung wird kommen im Frühsommer diesen Jahres, hoffentlich im Juni noch den Startschuss. Und wir haben uns vorgenommen, dass spätestens in 8 Jahren alles, was in Deutschland fährt, umgerüstet ist. Da werden Anreize geschaffen. Laute Güterwagen müssen mehr zahlen wie leise Güterwagen, sodass auch die Firmen Anreize haben, die Waggonhersteller. Ich bin zuversichtlich und wir müssen es in den Griff bekommen. Dann kommt dann die Burkhardt-Bremse. Ja, bei den Bremsen insgesamt, ohne Werbung zu machen, da haben wir ja mit Knorr einen ganz großen am Markt. Und jetzt die Kunststoffbremssohlen, sind wir auf einem guten Weg. Ja, und hoffen wir, dass das so wird. Hier in Berlin stehen ja so einzelne ICEs rum seit Jahren, die nicht zugelassen werden. Ja. Was sagt denn der Politiker dazu, dass da Steuergelder über Jahre hinweg einfach rumstehen und vergeudet werden? Ja, ich bin sehr verärgert, weil Made in Germany gerade in der Fahrzeugindustrie einen hohen Stellenwert hat. Wir müssen da wieder besser werden. Da ist die Bahnindustrie auch gefordert. Es sind aber auch Zulassungsregularien erforderlich, dass man das System zulässt und nicht jeden einzelnen Handgriff neu zulassen muss. In der Automobilwirtschaft haben wir das auch. Da gibt es eine Serienfertigung, eine Serienzulassung. Ein ICE, der auf das Gleis gestellt wird, kommt mit 3000 Mängeln. Jetzt haben wir den ICE-X in der Bestellung. Gibt es keinen TÜV vorher? Ja, es gibt ein neues Auto kommt doch nicht auf die Straße, bevor es nicht durch den TÜV ist. Ja, das ist das Problem, das man natürlich jetzt versucht zu beheben, indem Siemens auch schon mit der Deutschen Bahn AG in der Fertigung zusammenarbeitet, um solche Mängel auszuschließen. Es kann ja nicht sein, wenn eine Lokomotive kommt und man stellt dann fest, dass es 500-600 Mängel hat. Da müssen wir besser werden. Da muss auch die Bahnindustrie ihres dazu beitragen. Und die Behörden, das Eisenbahnbundesamt, das ja dem Bundesminister für Verkehr unterstellt ist, ist da im Boot und man sitzt zusammen. Es gibt einen runden Tisch. Also von daher, da gibt es in der nächsten Legislaturperiode auch viel zu tun. Und ist das nicht auch ein Fortschritt, dass der Bahnchef Grube gesagt hat, wir geben euch vorher kein Geld mehr, bevor nicht der Zug freigegeben ist? War es nicht bisher so, der Zug wurde ausgeliefert mit den Mängeln und die Bahn musste bezahlen? Sagt die Firma doch, was geht uns das an? Ja, wir haben ja auch Kriterien geändert, dass die Deutsche Bahn nicht in die Haftung kommt, sondern der Hersteller bei bestimmten Bauteilen ein Leben lang in der Haftung bleibt, so wie das beim Automobil ist. Dort muss auch der Hersteller dafür haften, dass die Bremsen ein Leben lang funktionieren. Das haben wir geändert und die Bahn macht es zu Recht, meiner Meinung nach, dass sie sich geeinigt hat, nicht sofort alles zu bezahlen. Und mit dem Herrn Grube haben wir jemanden, der auch in der Kommunikation, glaube ich, sehr vernünftig. Also ich habe den Eindruck, dass Sie als Bahnbeauftragter dass das bei Ihnen gut aufgehoben ist. Ja, da freue ich mich, wenn die Bremsen dann ein bisschen leiser werden. Aber Stuttgart 21, so als Stichwort. Ist das alles so notwendig, was da passiert? Oder hätte man das anders machen können? Wie sind denn die Prozesse im Bundestag gewesen bei der Planung? Waren die Politiker überhaupt daran beteiligt? Also ich freue mich mal grundsätzlich über jeden Meter Schiene, den wir bekommen. Wenn wir die Güter verdoppeln wollen auf der Schiene von 17% auf 35%, brauchen wir auch mehr Gleise, mehr Fahrdraht. Die Prozesse dauern zu lang.
Wir wollen in der nächsten Periode, wenn wir mit an der Regierung sind, die Bürgerbeteiligung verändern. Wir brauchen bessere Bürgerbeteiligung. Wir müssen aber auch schneller in die Umsetzung kommen. In Stuttgart hat man 20 Jahre gebraucht, alles ausgeklagt. Und nach 20 Jahren waren die Bürger wie am ersten Tag wieder dagestanden und haben das Projekt blockiert. Ich lasse offen, ob zu Recht oder zu Unrecht. Aber wir müssen zu schnelleren Verfahrensabläufen kommen und wir müssen frühzeitig in die Bürgerbeteiligung. Was heißt denn das? In Stuttgart wurde uns immer gesagt, das hing doch immer alles aus. Jeder hätte doch kommen können. Das hing da irgendwo im Keller um die Ecke. Ja. Aber es hing aus. Jeder kann doch das lesen. Was ist denn falsch an dem jetzigen System? Falsch ist, dass man von der ersten Planung bis zur Umsetzung 20 Jahre gebraucht hat in Stuttgart. Natürlich konnten alle konnten Einwendungen machen. Es wurde geklagt über Jahre und dann war alles festgestanden. Und trotzdem war der Bürgerprotest so groß wie am Anfang. Ja. Also das muss alles schneller gehen. Und wir brauchen auch schnellere Entscheidungen, um überhaupt die Schiene attraktiv zu halten. Es kann doch nicht sein, dass jedes Vorhaben 10, 15 Jahre lang dauert. Ja, und mehr Güter auf die Schiene, das hat schon der alte Bahnchef Dürr gesagt und sein Vorgänger, glaube ich, auch. Wenn ich höre, es sind nur 17%, nur 17%, dann ist da irgendwas falsch gelaufen. Und was der bahnpolitische Sprecher der SPD oder im schöneren Wort der Bahnbeauftragte der SPD-Fraktion, Martin Burkhardt, dazu zu sagen hat, darüber reden wir nach der Pause weiter. Bleiben Sie also dran. Bahnfahren ist schön, soll aber noch schöner und vor allen Dingen leiser werden. Bis gleich.